Okay. So. Mich geht's endlich down. Ja, endlich. Den haben wir auch gleich kaputt. Super Crit von Luca. Wunderbar. So. Und dann gehen wir gleich wieder der Robowache auf die Fresse, also dem Guardian. Amplifier. Nö. Pff. Ja, als ob das Chrono kratzen würde. Ja. So, und jetzt wieder immer mitten in die Fresse rein. Bin gespannt, wie lange sich das noch ziehen soll. Ach ja. Okay. Ist, glaube ich, schon alles machbar. Ja. Meine Schwierigkeit im Kampf liegt eigentlich nur darin, die Bits zu zerstören. Man merkt schon, dass es ein klein wenig für eine etwas jüngere Generation gestaltet ist. Das Spiel war ja, glaube ich, damals auch ab 6 Jahren geratet, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich kann mich ja immer irren, ich bin nicht unfehlbar. Breakdown. Jö. Okay. Bist du kaputt? Ja, du bist kaputt. Gut. Schöne Sache, Harry. 300 XP, 50 Points, 1000 Gold. Jö. Wunderbar. So. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das Essen und alles kriegen. Oh, das sieht nicht gut aus. It's completely rotten. Oh shit. Kind of seed. Wahrscheinlich nicht. Einen mit Eva. Salt sheet of paper. Just a statue. Oh. Gut. Nö. Ah. Okay, und das erinnere ich mich noch, da habe ich, glaube ich, lange gebraucht. Sehr lange. Oder? Ah. L und R and press A to access the secret passage creek. Don't make my mistakes or you'll be sorry. Das heißt, wir speichern vorher vorsichtshalber. Kann ich jetzt schon die frohe Botschaft überbringen? Ha. Okay, scheinbar doch nicht. Ruhen wir uns aus, dann speichern und dann hoffe ich, dass ich mich nicht verdrücken tue. Ja. Kriegst du ja echt nirgendwo was zum Essen. So, wenn ich Chrono und die Truppe, also wenn ich einer von der Truppe wäre, ich hätte da jetzt die ganze nichts zum Essen gekriegt und wir würden wieder in unserer Zeit reisen und irgendwo wo es was zum Essen gibt, ich würde mir so den Wanst vollschlagen. Ha? Ha? Gerade einen Moment, jetzt muss ich noch mal kontrollieren. Config. Input. DC. X. Also ich drücke hier schon richtig, aber es will einfach nicht.
Aha. Ah. Klein wenig rumprobieren und schon geht die Sache. Ach jö. Wow. Oh. Das Ding ist so. Boah. Okay. Die Ratte sollte dann hoffentlich kein Problem mehr sein. Mutantenratte for the win. Ja. So viel Schaden. Wie konnte ich das nur überleben? Ach ja. So. Es ist immer noch nicht der tolle Teil vom Spiel, den ich so verzweifelt warte. Weil im Endeffekt ist das hier alles immer noch nur ein Intro, eine Einführung, wenn man es genau nimmt. So, ihr Käfer könnt mich kreuzweiß. So. Nö. Da will ich nicht lang. Das wird ja fast zu einem Stealth-Spiel. Okay, da geht's nicht lang. Dann muss ich eben wieder zurück. Okay, ich bin hier falsch. Okay. Scheinbar ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Ich hinterfrage es jetzt einfach mal nicht. Der Infocenter. Ah, gut. Dass die schon so fortgeschritten sind. Aristone. Oh, und da haben wir einiges an Weg vor uns. Okay. Das heißt scheinbar doch noch ein Labor durch. Protodome, I believe. You could find anything with this device. Oh. Was hat sie jetzt gemacht? Self-Destruct. Day of Flowers. Okay. Wow. Sieht denn hier noch alles gut aus? Noch? Noch. Ja. Supi. Nicht wirklich, voll scheiße. Und das ist jetzt der Main Plot, also die Hauptstory. Ja! Ja. Okay. Ich bin dabei. Okay. Some more research. Passt. Unser Hauptziel ist es jetzt eben, in Zukunft die zu verändern, sodass Larvos niemals auftauchen und die gesamte Menschheit auslöschen wird. Ein sehr hohes Ziel, was man sich hier als Gruppe steckt, aber ich finde es halt geil, dass man es
dass die Gruppe dann wirklich sich dran hält und das Ganze auch versucht. Ciao. So, Feuer auf ihn. Mit mir unter einem Hitdown kriegen. Und das hat mir eigentlich gefallen bei dem Spiel, weil du kriegst jetzt am Anfang sozusagen den Plot mit dir beigebracht, was in der Zukunft halt für eine Scheiße passiert, und du musst es verhindern. Und jetzt ist das ganze Spiel, überreist man durch die verschiedensten Zeiten und an die verschiedensten Orte in den verschiedenen Zeitepochen, um halt über Laos was rauszufinden und versuchen, die Zukunft, so wie sie jetzt momentan stattgefunden hat, zu verhindern. Und das hat mir recht gut gefallen, weil du hast jetzt von Anfang an, ab diesem Punkt, ein klares Ziel, wo du hingehen musst und was zum Teufel und was du erreichen willst in dem Spiel. Und man wird dasselbe noch, glaube ich, ein klein wenig mit eingebunden, weil es ist sozusagen, man rettet hier wirklich die Menschheit und die gesamte Welt und blam und bam und gisam. Und das motiviert, glaube ich, dann auch noch richtig dazu, zu sagen, Mother of God, I want to save the world. Das ist der falsche Weg. Das ist auch der falsche Weg. Wie jetzt? Muss ich jetzt lang? Ah. Da gab es eine Türe. Und ich sollte vielleicht Chrono heilen. Ja. So. Passt. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Gut, gut, gut. Ist jetzt unser nächstes Ziel, durch das scheinbar nächste Labor durchzukommen, eben und in unsere eigene Zeitepoche zurückzureisen. Oh. Oh je, die Armen. Schlechte Nachrichten. Gesund. Wie gesagt, die haben, glaube ich, echt nicht mehr den Willen zu kämpfen oder irgendwas, weil die sind alle so fertig. Ich möchte nicht wissen, ob es hier noch irgendwelche Strahlenscheiße gibt, neben den Monstern und allem. Nicht gerade das gesündeste Umfeld, um zu leben. Aber wenn wir es schaffen, die Zukunft zu verändern, indem wir irgendwas in der Vergangenheit reißen, dann können wir eben den ganzen Scheiß ja auch besser machen. So, Beyond the Ruins. Würde ich noch gern hier zuerst reingucken. Sewer Access. Okay, ich glaube, hier müssen wir dann später wieder hin. Und ich freue mich schon, wenn wir unser Baiko kriegen. Ah, hier. Sieht immer noch ziemlich gut aus. Ja. Guck mal, wer da Stress macht. Okay, Katzin. Was kommt jetzt? Oh. The man! The man! Okay, Hika, falls du das siehst, ich glaube, das ist The Man, von dem die Leute geredet haben. The man! Johnny!